Ja, hallo und möchte erstmal kurz vorweg sagen, ich bin keiner, der irgendwelche Geschichten erfindet und irgendwelchen Quatsch sagt. Denn das Bild, was ihr im Hintergrund seht, ist ein ähnliches Bild, was ich damals in meinen jungen Jahren in Schulzeiten erlebt hatte. Wir waren unterwegs in Richtung Phantasialand nach Köln. Ja, und da war ich so circa, denke ich mal, so circa 12 Jahre alt. Und ja, um den Begriff UFO jetzt mal zu definieren, ein UFO ist ein unbekanntes Flugobjekt. Das ist ja nichts, was irgendwie, also wenn man es nicht kennt, dann ist es unbekannt. Und wenn es fliegt, dann ist es ein fliegendes Objekt, was einem unbekannt ist. Das bedeutet nicht, dass irgendjemand drin sitzt, aber es fliegt etwas Unbekanntes rum. So, das nur dazu. Das nur nebenbei, denn auf dieser Klassenfahrt ist eins passiert. Wir haben, also ich zumindest habe auch, wir haben halt unser Spaß gehabt. Ich habe auf der einen Seite rausgeschaut, wir waren mit dem Bus auf der Autobahn unterwegs Richtung Köln. Es war schönes Wetter, es war wirklich klarer Himmel mit ein paar schönen blauen, weißen Wolken über dem blauen, hellen Himmel. Und da war eine Art Objekt, was aussah für mich wie ein Ei, was man quer legt. Ihr könnt ja mal ein Ei nehmen, das man so quer legt. Das Foto im Hintergrund, was ich da jetzt gefunden habe, das zeigt das, wie das Objekt aussah. Leider, ich habe so viele Bilder gemacht, leider habe ich davon keins gemacht. Wie es immer so ist, wenn man Sensationen irgendwo sieht, man vergisst teilweise wirklich, man sollte das auch mal fotografieren oder machen oder tun. Das ärgert mich bis heute, das frisst mich bis heute auf. Und falls irgendjemand von meinen Schulkameraden das noch weiß, der dürfte ich noch gerne bei mir melden auf meinem YouTube-Kanal. Schreibt es ruhig öffentlich. Es ist keine Schande, so etwas zuzugeben. Denn was ich da gesehen habe, war dieses Objekt, dieses Eiförmige, was am Himmel stand. Es stand und das war schon irgendwie seltsam. Aber bis zu dem, es war noch nicht so seltsam. Es hätte ja können auch sein, okay, das ist halt eine komische Wolke. Was aber dann passiert ist, das war noch seltsamer. Also dieses Teil, dieses eiförmige Ding hat sich im Zickzack fortbewegt und war dann verschwunden. Innerhalb von Sekunden war dieses Ding weg. Zickzack, im Zickzackkurs. Einfach weg. Ohne jegliches Geräusch, ohne irgendwie, keine Ahnung, ob die Schallmauer durchbrochen zu haben. Es ist einfach verschwunden. Es hat sich im Zickzack bewegt und es war weg. So, Leute. Jetzt habe ich es endlich mal erzählt und ich verspreche euch, ich versuche. Also ich schaue nochmal meine ganzen Bilder durch, ob ich irgendwas finde, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, davon habe ich kein Bild gemacht. Wenn irgendjemand aus meiner alten Schulklasse ein Bild gemacht hat und jemand das Video sieht, bitte, bitte, tut mir den Gefallen und sendet mir das. Ihr wisst genau, worum es geht. Ihr habt auch auf die Seite rausgeschaut. Ihr habt es auch gesehen. Ihr habt es alle gesehen. Dass da was war, was da noch irgendwie so komisch sich bewegt hat und dann zack, zack, im Zickzack weg war. Das war meine erste UFO-Begegnung und meine einzige UFO-Begegnung. Also meine einzige Begegnung mit einem unbekannten Flugobjekt und man könnte mich hier auch an einen Lügendetektor anschließen. Ich würde das auch sagen und es ist stimmt, es ist wirklich wahr, es war meine Begegnung in meiner Kindheit. Also ja, würde mich freuen, wenn ihr mir das glaubt. Ja. Denn es ist wirklich so passiert. Ja, okay. Bis zum nächsten Mal. Und ja, es war keine Geschichte. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.